Moin, Sens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce! Lange ist her, Leute. Na gut, 4 Tage ist lang. Wahrscheinlich werden schon die meisten Zuschauer Entzugsentscheidungen haben, aber das ist mir eigentlich relativ wurscht. Ich war, wie die wenigsten wissen, im Spreewald, wo man nichts machen kann, außer Gurken futtern oder auf dem Fluss rumdeichseln. Und ich muss einfach mal sagen, es war grandios, denn das war der erste Urlaub, wo ich einfach mal Internet hatte. Ja, ich habe leider nichts machen können, außer auf meinem 3DS ein bisschen spielen. Resident Evil Revelations, wer es kennt, könnt ihr euch ja mal holen. Ist aber leider nicht mehr verfügbar. Und ich habe halt sehr viel gesucht und es war auch relativ schön. Aber jetzt, wo ich wieder hier bin, möchte ich erstmal wissen, wer dieser Face-Shot ist. Von manchen Gewohnheiten lässt man einfach nicht ab. So, dann möchte ich aber auch noch kurz eine Ankündigung machen. Leather Zigaretta. Stäbe Kritzelmann, Kloxi, das Schosal. Alles klar. So, wie ihr die meisten schon gesehen haben, ich möchte mal darauf eingehen. Ich bin nicht mehr in Whitechuck, ich bin in Doppel-D. Folgende Gründe. Okay, kein... egal. So, folgende Sachen. Ich bin ja, jetzt wie die meisten gesehen haben, aus Whitechuck gegangen. Und Herr Sherlock Holmes am Start, meine lieben Freunde. hat nichts mit Whitechuck generell zu tun. Ich habe auch nichts gegen die Member, die drin sind. Leute, an alle aus Whitechuck, die dieses Video sehen und mich nicht zu Tode haten, wenn ich bitten darf. Es war eine geile Zeit mit euch. Ich find's echt schade, dass ich gegangen bin. Aber zwei Dinge. Erstens, ich darf niemals zurück. Und zweitens, ich war schon lange hin und her gerissen. Geh ich jetzt aus Whitechuck? Geh ich nicht. Geh ich jetzt aus Whitechuck? Geh ich nicht. Es gab so viele, die gesagt haben, ja, Olli, jetzt bleib doch in Whitechuck. Es gab auch so viele, die gesagt haben, komm, verpiss dich da. An der Stelle nochmal an die größten Befürworter. Vielen Dank an Clemens, dass du mich zum Bleiben bringen wolltest. Und nochmal an Holy Rush. Ja, ich bin halt gegangen, wie du siehst. Ich bin jetzt mit dir im Clan. So, was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, ich bin jetzt im Clan Doppel-D und wir werden wahrscheinlich aber wieder rausgehen und einen anderen Clan aufmachen, der ist auch schon erstellt Pro-like. Ich muss nochmal mit an Holy Rush und so drüber reden, wenn der wieder mal ankommen würde. Wahrscheinlich macht er sich gerade selbst einen Blowjob, ich weiß es nicht. Und da muss ich leider noch eine unerfreuliche Nachricht machen, und zwar folgendes. Eigentlich war ja für Samstag die TripleCon angesetzt. Und ja, wir wollten ja auch drehen, hat schon alles ready, nur leider hat der Alex beim Audioausgang irgendwie einen Stecker reingesteckt. Beim Rausziehen ist der abgebrochen, der steckt jetzt also immer noch drinne. Das heißt, es muss ein neues Mainboard rein und Alex weigert sich leider, die 50 Euro für das neue Mainboard zu bezahlen. Und bis das neue Mainboard nicht installiert ist, weil das nämlich der Aufnahme-Laptop war, liegt die TripleCon leider erstmal auf Eis. Ich werde auch nochmal mit ihm scheißen. Nein, nicht zusammen scheißen auf Flo, das wäre widerlich. Ich werde auch nochmal mit ihm zusammen drüber reden, aber ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als erstmal ein Safe zu machen. Nein, Spaß. Also, wir müssen einfach mal schauen. Wir haben auch schon einige interessante Challenge-Vorschläge gekriegt. Bei den meisten muss ich echt sagen, Leute, also, nice Job bei solchen Challenges, da wäre ich nie drauf gekommen. Wir werden auch schon, also News und so müssen auch schon alles recherchiert, aber dazu werdet ihr dann später eine TripleCon mehr sehen. Ich werde euch dann über einen Vlog aufklären. Der wieder in derselben Art fahren wird, wahrscheinlich mit dem fetten Max und den Alex, der schlauer ist, als er aussieht. Um das mal vorneweg zu sagen, wer ihn noch nicht kennt. So, dann geht die Runde noch 41 Sekunden. Ich habe mal wieder meine Professionalität vergessen, einen Timer zu stellen. Deswegen muss ich wahrscheinlich noch eine Runde starten und hoffen, dass ich nicht zu viel sinnlosen Scheiß brabbel, wie sonst auch immer. Geh da runter! Okay. Ach ja, ich möchte noch ein paar Geschichten erzählen in diesem LP, damit es nicht zu langweilig wird, da ich ja dieses eine Mal, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, weil das ein Info-Video ist, ohne Gast, der war Betrug, hat er irgendwie so einen Hack an, dass die Schüsse durch den durchgehen, aber okay. Zurück zu meinen Geschichten. Ich wollte euch ja etwas von meinem Urlaub erzählen. Da gibt's da gibt's im Prinzip zwei interessante... Gott, bin ich müde. Ihr müsst wissen, ich muss noch heute schon um 9 Uhr aufstehen. Das klingt zwar sehr spät, aber für mich ist das einfach nur sau spät. Und meine Stimme ist leider auch ein bisschen angeschlagen, dazu aber gleich mehr, warum die angeschlagen ist. Also, erster Tag, als wir angekommen sind, erstmal gechillt und herausgefunden, wie man das WLAN funktioniert. Ja, ich bin nicht so der große Intelligenzbolz, wenn es darum geht. Und ja, dann habe ich dann morgens sind wir dann zu einer Kanutour aufgebrochen. Wir sind nicht selbst gefahren, sondern wir wurden gefahren. Und ja, die Kanutour ging 2 Stunden lang und es war somit das langweiligste, was ich jemals erlebt habe.
Also ich bin unterwegs mindestens zweimal eingepennt. Ich hoffe, dass es nur zweimal war, weil ich die meisten Sachen erfolgreich verdrängt habe. So, ich bin jetzt gleich auf Anhieb Zombie. Wundervoll. Gleich mal am Anfang gelebt da. Naja. That's life. Game over, Mensch. Die Runden gehen ja immer sau schnell, wenn ich jetzt Zombie bin. Ja, und dann, am zweiten Tag, wurde ich eigentlich gezwungen, Kanu mitzufahren. Also diesmal selbst paddeln. Ich konnte mich aber noch rauswinden. Ja, was soll ich denn sagen? Jetzt kommt eigentlich der beste Teil. Wir waren jetzt nochmal am letzten Tag. Und das war gestern. Waren wir nochmal in einem Labyrinth. Und ich muss ehrlich sagen, es war... LOL! So treffe ich denn nix! Ich bin so dumm wie Scheiße auf meiner kleinen Reise durch das blöde Schiff hier. Fucking! Ich hasse es, so inkompetent. Ich hasse fehl. Ich hasse es, so dumm zu sein und so beschissen und scheiße und lalalala. Ich bin jetzt gerade aggressiv. So, und jedenfalls waren wir dann halt in diesem Labyrinth. Und ihr kennt auch diesen alten Trick, immer nach rechts laufen. Hab ich gemacht und war nach irgendwie... Gehardscope. Waren auf jeden Fall nach irgendwie 2 oder 3 Minuten sofort am Ziel. Also an diesem Turm. Der meine Eltern durch den Garten gehört sind und ich eine sehr große Fresse hatte. Und ihnen auf den Sack gegangen bin. Penetrant, muss man dazu sagen. Ich ging ihnen penetrant auf die Eier, dass ihr glaubt mir, Leute, die sind am Ende nicht sehr erfreut darüber gewesen, wie ich mich da benommen habe. Es ging ihnen etwa so, Mom, Dad, na, wie ist die Luft da unten? Ja, hier oben ist sie ganz gechillt. Das sieht richtig aus. Okay, ich gebe euch einen Tipp, von links nach rechts oder von rechts nach links. Das sieht richtig aus. Nee, doch nicht, ihr seid falsch. Oh, noch eine Sackgasse. Und so habe ich dann in einer Zeit durchgelabert, wie ich jetzt hier durchlaber. Wäre doch schön, wenn ich mal einen Gegner finden könnte, aber das sieht so nicht so aus. Was soll ich sagen? Heute wurde ich um 9 Uhr rausgeschmissen, damit wir um 10 Uhr raus konnten. Es ist sau früh für mich gewesen, der totale Horror. Und ansonsten... muss ich den lieben Brave kurz flüstern, dass ich ein Video... Nicht, dass ich ein Video mache, sondern ich mache ein Video. Das schreibe ich mal dem lieben... Wenn er mich jetzt auch mal in Ruhe lässt, wenn ich auf die Eier geht, auf meine fetten Schleppkochonis. Da er wieder wie ein Pro rübergerannt ist. So, alles in allem jetzt... Habe ich gerade 60 FPS? Egal. So, alles in allem würde ich nochmal sagen... Das war es eigentlich schon so von den ganzen Ankündigungen her... Warum ich aus Waldschlag gegangen bin, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Oder hoffe ich zumindest. Ich bin ja nicht der Beste, wenn es um sowas geht. Und an dieser Stelle nochmal, bye. Es war wirklich eine geile Zeit mit dir. Ich möchte jetzt nochmal in den letzten Minuten nochmal von diesem Video nochmal einen Gruß loswerden. Ich grüße nochmal persönlich im Clan. Leute, es war eine schöne Zeit und ich danke allen für diese schöne Zeit. Insbesondere 7GP schaut sich eh keiner an. LOL! Ich hab daneben geflüstert. Ey, jedes Mal, wenn ich was sagen will, ja, dann unterbreche ich irgendwie. Ich weiß es nicht. Egal. Zurück zu den Ankündigungen. Ich danke nochmal allen. Ich danke besonders. Bye. Es war immer lustig mit dir. Mach bitte so weiter. Werd wieder aktiv. Es war besonders lustig, wenn du wieder die Gegner zugespammt hast. Dann zweitens, Gecko. Ich weiß, du bist enttäuscht von mir, bla 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 bla. Mein Lieblingsfliegenfresser, hör mir zu. Wenn ich irgendwann wieder darf, komme ich vielleicht wieder nach White Shark. Und bis dahin, ihr habt bessere Mitglieder verdient als mich. Dann drittens möchte ich auch nochmal Dirty Mike danken. Dirty Mike! Ja, Dirty, we want you! Ja, Dirty Mike, es war eine geile Zeit mit dir, als du reinkamst. Ich erinnere mich noch. Du warst schüchtern, hattest Angst, dass du gekickt wirst. Und jetzt bist du eine Frohmut. Ich hoffe sehr, dass du nicht nochmal aus dem Clan wegen Gecko gekickt wirst, falls du wieder einen CW verkackst. Ich würde es dir so gönnen. Du bist einer der korrektesten Leute, die ich kenne. Du hast es definitiv verdient, in White Shark zu sein. Bleib, wie du bist. Wen wollte ich denn noch grüßen? Glitch wollte ich noch grüßen. Ja, wir haben sehr gut über Blutmax, den Tschechen, gelacht. Erst er wahrscheinlich wieder mein Rabatt bei McDonald's abholt und ein fettes Stück Scheiße ist. Ich wollte nur sagen, vielleicht treffen wir uns irgendwann mal wieder im Breakfast und können auch wieder eine Runde quatschen. Danke für die geile Zeit. Und einen letzten Gruß wollte ich noch loswerden. Und zwar geht dieser Gruß an, ja, ihr werdet schon denken, und ich werde jetzt wahrscheinlich dafür zu Tode gehatet, Jesse. Jesse, es war eine lustige Zeit mit dir. Ich hatte zwar nicht so viel mit dir zu tun, aber die Zeit, die ich mit dir hatte, war echt geil. Leite bitte White Shark weiter, so wie es ist, und probier einfach so korrekt zu bleiben, wie du jetzt auch bist. Gott, dafür werde ich jetzt völlig Hate kassieren. Denn ich weiß, es gibt viele Hater, die White Shark hassen, aber Leute,
Wir mögen zwar arrogant wirken, aber für mich im Clan war es einfach wundervoll. Ich weiß auch nicht, warum ich geliebt bin. Es haben einfach zu viele Leute eingetrichtert. So, dann hoffe ich auch, Leute, dass ich jetzt nicht so dumm wie scheiße bin und hier erstmal wieder rausgehe. Dann hoffe ich auch euch, dass dieses kleine Ankündigungsvideo gefallen hat. Ich weiß nicht, wie lange es gegangen ist. Ich hoffe, es ging lang genug. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Das wird wahrscheinlich ein 2-2 sein. Entweder mit dem Brave oder mit dem Unholy Rush. Das kommt dann am Samstag raus. Da werde ich dann auch erstmal wieder ein Horrorgame aufnehmen. Es wird ein geiles neues Horrorgame geben, Leute. Ja! Den Start, den schicke ich euch dann. Den werde ich sogar noch in der Beschreibung verlinken, wenn das Video rauskommt. Weil wir Samstag aufnehmen werden. Und ich würde sagen, Leute, bis dahin, haut rein und ciao!